Der 2. November 2018 ist im Hot Yoga Yoga Studio in Tallahassee ein Tag wie jeder andere. Um 17 Uhr schließt die Yogalehrerin Kate das Studio auf. In einer halben Stunde soll der erste Kurs beginnen, der vor allem bei Frauen beliebt ist. Doch an diesem Tag steht auch ein Mann vor dem Tresen, den Kate vorher noch nie gesehen hat. Sie weiß nicht, dass dieser Tag alles verändern wird. Und vor allem nicht, dass der Mann nicht nur eine Yogamatte bei sich hat, sondern auch eine Pistole. Vor ihr steht Scott Bierley, der getrieben ist von irrationalem Hass. Scott Bierley wird 1978 geboren und wächst im US-Bundesstaat New York auf. Bereits in der Schule fällt er durch seinen unbegründeten Hass auf seine Mitschülerin auf. In der Highschool schreibt er einen Roman mit dem Namen Rejected Youth, zu Deutsch abgelehnte Jugend. Ein früherer Mitschüler sagt nach seiner Tat, dass der Roman eigentlich nur sein eigenes Leben und seine von Hass getriebenen Gedanken widerspiegelt. Der Protagonist heißt Scott. Er hasst seine Mitschülerin und ist von Rachefantasien gegen sie getrieben. Dazu schreibt er: Die heißen Bräute verabscheuen mich alle und ich habe keine Ahnung warum. In seinem Roman tötet der namensgleiche Scott eine Mitschülerin nach der anderen, bis er sich schließlich selbst umbringt. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, dass Scott aus der Fiktion eines Tages Realität machen wird. Doch das grausame Massaker in Tallahassee ist keine Tat, die man nicht hätte vorhersehen können. Der Roman von Scott Bierley ist nicht der einzige Hinweis in seiner Vergangenheit, dass sich eines Tages sein Frauenhass auf fürchterliche Weise entladen wird. In seiner Jugend entwickelt er eine absurde Faszination für Hitler und wird immer wieder wegen Belästigung und Übergriffen auf Frauen auffällig. Seine Eltern schlafen mit verschlossener Tür. Sie haben Angst vor ihrem Sohn. Sein Bruder verdächtigt in den folgenden Jahren bei ungeklärten Morden in der Gegend immer wieder Scott. Ihm würde er alles zutrauen. In einer Bar in seiner Heimatstadt hat er Hausverbot, weil er Frauen belästigt hat. Bei seinem Job im Callcenter wird er gekündigt, weil er seine Kolleginnen bedrängt hat. Scott studiert Englisch und Sozialkunde auf Lehramt. 2005 zieht er nach Maryland, um dort seine erste Stelle als Lehrer anzufangen. Doch bereits nach kurzer Zeit gibt es auch hier Probleme. Er schlägt einer seiner Schülerinnen vor, ausgeschnittene Tops zu tragen und fragt sie vor der Klasse, ob sie sich mal für den Playboy ausziehen will. Trotz des Vorfalls und seiner Kündigung kommt er immer wieder bei anderen Schulen als Vertretungslehrer unter. Doch jedes Mal nur für kurze Zeit, bis er erneut wegen unangemessenem Verhalten auffällt. Die Kinder und Jugendliche, die er unterrichtet, beschreiben ihn alle als gruselig und seltsam. Trotz der zahlreichen Übergriffe gegen Frauen innerhalb und auch außerhalb seiner Arbeitsstelle wird kein einziges Mal gegen Scott Bierley polizeilich ermittelt. Mal wollen die Schulen, bei denen er arbeitet, keine Anzeige erstatten. Manche Frauen und Mädchen, die von ihm belästigt wurden, trauen sich aus Scham nicht, ihn anzuzeigen. Und bei einigen wenigen, die ihn schließlich anzeigen, geht die Polizei den Anschuldigungen nicht nach. So kommt es, dass sein polizeiliches Führungszeugnis leer ist und er immer wieder eine Anstellung in Schulen findet. Im Jahr 2008 tritt er dann in die Army ein. Er arbeitet sich hoch bis zum Lieutenant, doch nach nur 2 Jahren wird er wegen sexueller Belästigung an Soldatinnen entlassen. Wie es im Inneren von Scott Bierley zu dieser Zeit aussieht, darin lässt er das Internet über seine Website teilhaben. Darauf veröffentlicht er gewaltverherrlichende Songtexte und Essays, die sein Hassobjekt deutlich machen. Frauen. Keine bestimmte, sondern alle. In seinen Texten sinniert er über seine Rachegedanken, seinen Hass und Amokläufe. Die Ehefrau eines Freundes von ihm findet im Internet die Texte von Scott Bierley. Sie meldet seine hasserfüllten Zeilen dem FBI. Doch erneut passiert nichts. Sein niedergeschriebener Hass sei nicht strafbar, solange er keine bestimmte Person damit meint. Nach seiner Entlassung aus der Army hat Scott einen neuen Plan gefasst. Er will nach Tallahassee, im US-Bundesstaat Florida, um dort erneut die Uni zu besuchen. Die College-Stadt im US-Bundesstaat Florida ist allerdings kein zufälliges Ziel. Er schreibt über Tallahassee auf seiner Website: Die Via Dolorosa der Christen liegt in Jerusalem und meine hier.
Er möchte an den Ort, an dem Scott zweifelhaftes Idu in seinem Geburtsjahr 1978 zwei seiner letzten Morde beging. Der Serienmörder Ted Bundy. Nach den brutalen Morden an jungen Frauen und zahlreichen Festnahmen gelang Ted Bundy Ende des Jahres 1977 erneut die Flucht aus einem Gefängnis in Colorado. Er versuchte in Florida unterzutauchen, wo er in Tallahassee unter dem Namen Chris Hagen in der Nähe der Florida State University in einer Pension lebte. Laut eigener Aussage wollte er dort ein normales Leben führen und arbeiten gehen. Doch es scheiterte daran, dass er keine gültigen Papiere vorlegen konnte. Der ehemalige Jurastudent Ted Bundy hielt sich deshalb vor allem auf dem Campus der Florida State University auf, wo er seine nächsten Opfer ausguckte. In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar 1978 drang er in das Studentinnenwohnheim der Chi-Omega-Verbindung auf dem Campusgelände ein. Gegen 3 Uhr in der Nacht überraschte eine Studentin, die gerade nach Hause kam, einen vermummten Mann im Wohnheim. Er flüchtete, bevor die Studentinnen das Unheil entdecken konnten, das er angerichtet hatte. Nur eine Viertelstunde vor seiner Flucht hatte er die 21-jährige Margaret Bowman im Schlaf überrascht, ihr immer wieder brutalst auf den Kopf geschlagen und sie anschließend mit einer Strumpfhose erdrosselt. Danach ging Ted Bundy in das Zimmer der 20-jährigen Lisa Levi, die er bewusstlos schlug, sie mit einer Haarspraydose vergewaltigte, ihr Bisswunden zuführte und sie schließlich erwürgte. Diese grausamen Taten kennt auch Scott Bierley, weshalb Tallahassee der Ort ist, an dem er all seinen Hass entladen will. Kurz nach seinem Umzug in die College-Stadt häufen sich erneut die Vorfälle wegen sexueller Belästigung. Scott Bierley treibt sich wie sein Idol Ted Bundy auf dem Campus und der Mensa der Uni herum. Immer wieder fasst er dort junge Frauen unsittlich an oder bedrängt sie. Auffällig ist, dass alle seine Opfer bei seinen Übergriffen Yoga-Hosen tragen. Er wird von der Campuspolizei festgenommen. Nach mehrmaligen Übergriffen erhält er schließlich Zutrittsverbot zur Universität. Eine Anzeige erstattet allerdings keine der Frauen. Jedes Mal bei seinen Festnahmen bestreitet er, dass er die Frauen absichtlich angefasst hätte. Er hätte sie nur zufällig angerempelt. Die Frauen wissen, dass somit Aussage gegen Aussage stehen würde und dass es damit schlecht aussieht für eine Strafverfolgung. Scott Bierleys Leben befindet sich indes immer weiter in der Abwärtsspirale. Er findet in der Nähe von Tallahassee eine Anstellung als Lehrer. Kurz danach wird er gekündigt wegen Pornokonsums am Arbeitsplatz. Er versucht als fast 40-Jähriger über Kennenlerngruppen im Internet deutlich jüngere Frauen zu finden. Doch lange hält es niemand mit ihm aus. Er ist Rassist, Sexist und ein Waffennarr, der damit prahlt, beim Militär Menschen getötet zu haben. Scott versucht sich als Stand-up-Comedian. Auch dort scheitert er, weil niemand seine menschenverachtenden Witze lustig findet. Die einzige Anerkennung erhält er im Internet. In Foren tauscht er sich mit anderen Männern aus, die seinen Hass auf Frauen teilen. Seit 2014 veröffentlicht Scott Bierley außerdem Videos auf seinem YouTube-Channel, in denen er sich rassistisch, misogyn und homophob äußert. Außerdem sympathisiert er mit Elliot Roger, dem Amokläufer von Isla Vista, der 2014 in der Nähe des Campus der University of California 6 Menschen tötete, bevor er sich selbst erschoss. Er tötete aus Frauenhass, da er in der Vergangenheit sexuelle Ablehnung erfahren hatte. In seinem Manifest spricht er über den Krieg gegen Frauen und seine perfekte Welt, in der alle Frauen in Konzentrationslagern wären. Es gibt somit viele Verdachtsmomente, dass Scott Bierley eine tickende Zeitbombe ist. Seine sexuellen Übergriffe und sein ausgelebter, menschenverachtender Hass, den er auf seiner Website und seinem YouTube-Account offen kundtut. Doch trotzdem wird nicht gegen ihn vorgegangen und er kann ungehindert seine schreckliche Tat planen. Der Vater eines seiner späteren Opfer sagt dazu: Er hat jahrzehntelang krankes, hasserfülltes, gewalttätiges, beleidigendes und ja, kriminelles Verhalten ungehindert gezeigt. Unsere Institutionen, die dafür verantwortlich sind, uns zu schützen, haben offensichtlich versagt. Wenn dieser Fehler nicht begangen worden wäre, glaube ich, dass Maura und Dr. Nancy Van Wessem heute noch am Leben wären. Die Recherche von Scotts PC und die Rekonstruktion seiner Handlung zeigen, dass er seine Tat von langer Hand geplant haben musste.
Alles beginnt mit Google-Suchanfragen zu Yoga. Zuerst sind es nur Pornos. Doch kurze Zeit später beginnt er nach Yoga-Studios in seiner Nähe zu suchen. Er findet das Hot-Yoga-Studio in Tallahassee. In der Stadt, in der schon Ted Bundy mordete, will er nun seinen Rachefeldzug durchziehen. Einen Monat vor der Tat ruft er immer wieder die Kurspläne des Yoga-Studios auf. Am 31. Oktober 2018 checkt er in ein Hotel in Tallahassee ein. Am selben Tag kauft er in einem Walmart eine Yogamatte und Ohrenschützer. Am 2. November verlässt er kurz vor 17 Uhr sein Hotelzimmer, um nie wieder zurückzukehren. Als Scott Bierley sich gegen 17 Uhr für den Yogakurs bei Kate anmeldet, scheint der 1,90 Meter große und 120 Kilo schwere Mann enttäuscht zu sein, dass das Studio an diesem Tag nicht so gut besucht ist. Er hält sich eine Weile im Eingangsbereich auf, fragt die Leiterin Kate, wann mehr los sei und beobachtet die 11 Kursteilnehmenden. Eine von ihnen ist Maura Binkley, die 21-Jährige studiert Germanistik an der Florida State University. Sie engagiert sich als freiwillige Helferin in Sprachschulen, bei interkulturellen Treffen und in ihrer Schwesternschaft an der Universität. Sie hat erst wenige Wochen zuvor bei Protesten für eine Verschärfung des Waffengesetzes mitgemacht. Maura hat gerade ihr Auslandssemester in Wuppertal abgeschlossen. In ein paar Monaten will sie ihren Bachelorabschluss machen. Nur wenige Tage zuvor hatte sie ihre Mutter um Rat gefragt, was sie für ein Bewerbungsgespräch anziehen sollte, bei dem sie schon lange auf eine Zusage hofft. Die Einladung zu ihrer Traumstelle bekommt Maura. Doch erst nach ihrem Tod. Eine weitere Kursteilnehmerin ist die 61-jährige Dr. Nancy Van Wesse. Sie ist Internistin, Dozentin an der Florida State University, wo sie auch Gründungsmitglied der medizinischen Fakultät ist, sowie medizinische Leiterin des Capital Health Plan, einer gemeinnützigen Organisation, die Menschen in Tallahassee eine günstige und trotzdem hochwertige medizinische Versorgung ermöglicht. Ihr ganzes Leben hat sie sich bereits für andere Menschen eingesetzt, sowohl für die, die sie behandelt, als auch für die Studierenden, die sie ausbildet. In ihrer Freizeit verbringt sie jede freie Minute mit ihren Töchtern, die ihr alles bedeuten, sowie bei den Yogakursen, die sie fast täglich besucht. So auch am 2. November 2018. Es ist ein Freitagnachmittag. Zu dieser Uhrzeit sind die Kurse meist nicht so voll. An diesem Tag nehmen 11 Menschen am Yogakurs teil. 10 Frauen und ein Mann. Der Kurs hat bereits begonnen, als sich Scott Bierley schließlich doch entschließt, reinzugehen. Bei sich trägt er seine noch eingeschweißte Yogamatte und eine Tasche, als er am Empfang bei Kate steht, die ihn bittet, seine Straßenschuhe auszuziehen. Doch das tut er nicht. Er greift in seine Tasche, aus der er seine Ohrenschützer holt, die er überzieht und danach eine schwarze Glock herausholt. Die Überlebenden beschreiben später, dass sie in diesem Moment wie in Schockstarre sind. Sie schauen zu diesem großen, breiten Mann mit der Waffe auf und wissen, dass gleich etwas Schreckliches passieren wird. Scott Bierley schießt wild um sich. Es herrscht Chaos. Ein Schuss nach dem anderen durchdringt das Yoga-Studio. Einige der Kursteilnehmerinnen versuchen zu flüchten. Andere verstecken sich vor dem Kugelhagel. Als Scott Bierley kurz innehält, ergreift Joshua Quick den Moment. Er ist an diesem Tag der einzige männliche Kursteilnehmer und viel kleiner und schmaler als der Schütze. Der 30-Jährige ist Jurastudent und nur zufällig gerade mit seiner Freundin in diesem Kurs. Eigentlich hatten sie sich für einen anderen angemeldet. Er sagt dazu in einem späteren Interview: "Ich dachte, ich hau ihm jetzt eine rein. Er wird auf mich schießen und ich werde sterben. Aber ich hau ihm eine rein." Er schnappt sich die erstbeste Waffe, die er finden kann. Ein Staubsauger. Und schlägt zu. Doch Scott Bierley lässt sich von dem Angriff nicht beeindrucken. Er schießt auf Joshua. Doch dieser ist voll mit Adrenalin. Er kriegt nicht mit, wie die Kugel nur knapp seine Stirn verfehlt, ihn an der linken Gesichtshälfte streift und er während des Angriffs nur noch auf einem Auge sehen kann. Trotzdem versucht Joshua noch einmal mit einem Besen auf den Schützen loszugehen. Währenddessen flüchten die meisten Frauen aus dem Yoga-Studio. Zumindest die, die noch leben. Doch auch das lässt Scott nicht abbringen von seiner Tat. Schließlich schafft auch Joshua die Flucht nach draußen, wo bereits die anderen zum Teil schwer verletzten Frauen vor Angst wie erstarrt sind. Alle bis auf 2. Maura Binkley und Nancy Van Wesse. Schließlich ertönt von drinnen ein letzter Schuss.
Scott Bierley hat sich selbst das Leben genommen, bevor er sich dem Unheil, das er gerade über Tallahassee gebracht hat, stellen kann. Für Maura und Nancy kommt jede Hilfe zu spät. Die beiden Frauen versterben noch vor Ort. 4 weitere Menschen wurden angeschossen. Die Meldung über die entsetzliche Tat verbreitet sich in kürzester Zeit in der internationalen Presse. Der leitende Polizeiermittler äußert sich nur wenige Stunden nach der Tat mit folgenden Worten: In meiner Karriere im öffentlichen Dienst musste ich bereits viele schreckliche Tatorte sehen. Aber diese Tat ist die schlimmste. Ich habe keine Worte, um die Trauer auszudrücken, die ich empfinde. Wie begreift man so einen sinnlosen Akt des Bösen? Seid nett zueinander. Seid höflich. Verurteilt diejenigen, die Hass säen. Wir können Hass nicht länger ignorieren. Wir müssen handeln. Immer wieder gerät die Polizei nach der Schießerei in die Kritik. Schließlich gab es in der Vergangenheit zahlreiche Momente, in denen Scott Bierley in Kontakt mit der Polizei kam. Seine rassistischen und sexistischen Songs wurden sogar dem FBI gemeldet. Doch nichts geschah. Jeff Binkley, Moras Vater, setzt sich nach dem Tod seiner Tochter stark für eine lückenlose Aufklärung der Morde ein. Er gibt nicht der Polizei die Schuld, die bei den einzelnen Festnahmen von Scott Bierley den Situationen entsprechend gehandelt habe. Allerdings muss es staatliche Behörden geben, die diese Anhäufung der einzelnen Vorfälle besser kontrolliert. Jeff Binkley bekommt zahlreichen Zuspruch für seine Kritik. Vor allem, dass Scott Bierley immer wieder als Lehrer arbeiten durfte, ohne dass seine Vergangenheit oder vorherigen Arbeitgeber geprüft wurden. Außerdem reichen Moras Eltern Beschwerde gegen die Yogakette ein, deren Studios zahlreiche Sicherheitsmängel aufweisen, wie einen Fluchtweg. Die USA ist nach der Schießerei in Tallahassee im Schock. Scott Bierleys Tat steht beispielhaft für eine wachsende Bedrohung, deren Gefahr nun auch zunehmend im öffentlichen Bewusstsein ankommt. Das Internationale Zentrum für Terrorismusbekämpfung wertet die Morde als frauenfeindlichen Terrorakt. Die Extremismusforschung schlägt seit Jahren Alarm, Frauenfeindlichkeit als motivierende Ideologie, als rechtsextreme Rekrutierungsmethode anzuerkennen. Diese Hassbewegung ist nicht neu. Trotzdem gab es in der Vergangenheit eine besorgniserregende hohe Zahl von Übergriffen, Morden und Amokläufen, die auf Frauenfeindlichkeit zurückzuführen sind. Diese Art von Hass wird vor allem im digitalen Zeitalter befeuert, in denen einige Männer ihre Frauenfeindlichkeit in Foren oder Chatrooms freien Lauf lassen und sich gegenseitig in ihrem Hass bestätigen. Viele rechtsextreme Gruppen nutzen diese Plattform zur eigenen Rekrutierung. Auch nach der Schießerei im Yoga-Studio wird Scott Bierley von einigen Frauenhassern in solchen Foren bejubelt. Doch die Realität sieht anders aus. In Tallahassee interessiert sich niemand für seinen Tod. Stattdessen werden Maura und Nancy betrauert. 2 Menschen, die getötet wurden, weil sie Frauen waren. Am Morgen nach der Tat versammeln sich hunderte Menschen in den Straßen von Tallahassee. Unter Tränen breiten sie ihre Yogamatten aus und machen gemeinsam Übungen, um ihre Solidarität zu bekunden. In den Tagen nach den Morden finden Gedenkfeiern zu Ehren von Maura Binkley und Nancy Van Wessem statt. Blumen werden vor dem Hot-Yoga-Studio niedergelegt und die Florida State University hält Mahnwachen ab, in denen sich die Menschen unter Tränen in den Armen liegen. Joshua Quick, der den Schützen angriff und sein Leben riskierte, wird für seinen Mut und sein Engagement mehrfach ausgezeichnet. Er erhält von der Stadt Tallahassee das Ehrenabzeichen und die Florida State University übernimmt die Kosten seines Jurastudiums. Sein Leben lang wird ihn die Narbe an seiner Schläfe und über seinem Auge daran erinnern, welche entsetzliche Tat er überlebt hat. Joshuas Freundin und er leiden bis heute an Flashbacks und müssen eine Traumatherapie machen. Trotzdem schaffen sie es nach einigen Monaten wieder, das Yoga-Studio zu betreten. Joshua sagt dazu in einem Interview: Das hier war ein Heiligtum, an dem man den Rest der Welt hinter sich lassen konnte. Aber dann brach der Rest der Welt hier ein. Es ist wichtig, dass die Menschen den Frieden hier bewahrt haben. Moras Freundinnen setzen sich weiterhin dafür ein, dass der Tod ihrer Freundin etwas bewegt. Im März 2011 wendet sich ihre Freundin Audrey in einem Brief, der in der Zeitung in Tallahassee abgedruckt wird, an die Öffentlichkeit. Sie gedenkt dem Geburtstag von Maura und hofft auf die Folgen, die diese Tragödie hoffentlich haben wird. Sie schreibt: Jeden 4. März werden wir weiterhin Maura feiern.
Eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die Liebe und Licht ausstrahlte, die weit über ihre Jahre auf der Erde hinausreichen. Wie unzählige andere Opfer von Hassverbrechen lässt sich Maura nicht in wenigen Absätzen zusammenfassen. Ich kann Ihnen sagen, dass sie laut, mutig, furchtlos, intelligent und urkomisch war. Sie war im letzten Jahr ihres Bachelorstudiums und hatte sich um eine deutsch-amerikanische Lehrassistenzstelle beworben. Ihre Annahme für diese Position erfolgte nach ihrem Tod. Sie hatte eine tolle Zukunft vor sich. Moras Mörder war ein Faschist mit einer Vergangenheit des sexuellen und verbalen Missbrauchs junger Frauen und Mädchen. Er hatte umfangreiche Literatur und Lieder über seinen Hass auf Frauen geschrieben und nach seinem Angriff wurde er in einigen Online-Chatrooms dafür verherrlicht. Nach der Erstürmung des US-Kapitols Anfang des Jahres ist nicht zu leugnen, dass Charaktere wie Bierley ein Produkt des Wiederauflebens des Rechtsextremismus in den USA sind. Das Datenerhebungs- und Meldesystem des FBI für Hassverbrechen hat jedoch in der Vergangenheit das Ziel bei der Identifizierung und Verfolgung dieser Vorfälle verfehlt. Aber wir haben jetzt in Florida die Gelegenheit, dies zu verändern. Wir können den Gesetzentwurf verabschieden, um das Gesetz über Hassverbrechen in Florida um Geschlecht und Geschlechtsidentität zu erweitern. Denn Maura und Dr. Van Wessem wurden ermordet, weil sie sich als Frauen identifizierten. Letzten Sommer kämpften wir mit anderen Aktivisten im Georgia-Kapitol und sahen zu, wie die Gesetzgeber zusammenkamen, um Georgias Gesetz über Hassverbrechen zu verabschieden, das auch das Geschlecht beinhaltet. Heute, an Maura Binkleys Geburtstag, fordere ich die Gesetzesgeber von Florida auf, die dunkle Wahrheit über das Schicksal der Opfer von Hassverbrechen in diesem Staat und Land anzuerkennen. Ohne dieses Verständnis und diese Akzeptanz werden wir weiter für die durch Hass verlorenen Leben kämpfen. Ein Leben wie das meiner Freundin Maura.